Wenn du an Harry Potter denkst, an was denkst du? An die geniale Musik von John Williams? An Hogwarts? Nein, du denkst an Luna Lovegood. Auch nicht? Wenn ich an Harry Potter denke, denke ich an die vielen liebenswerten Figuren und Geschichten, die in 8 Zeilen perfekt zu Ende gebracht wurden. Doch fangen wir vorne an. Harry Potter basiert, wie die wenigsten wissen, auf einer Buchreihe, die auch Harry Potter heißt. Geschrieben von J.K. Rowling. Harry ist der Protagonist in diesen Büchern und Filmen. Er hat seine Eltern verloren durch einen bösen Zauberer namens Lord Voldemort. Auch Harry sollte sterben, doch er hat den Avada Kedavra-Flug als einziger Mensch überlebt. Weiter will ich die Handlung nicht beschreiben. Ihr kennt sie doch eh. Ich möchte euch hier in diesem Video zeigen, was mich an Harry Potter fasziniert und warum ich die Gruppe um Harry, Hermine und Ron so liebe. Willkommen zu dem nächsten Phänomen-Video. Diesmal zu Harry Potter und Achtung, ich werde spoilern. Da aber jeder eigentlich Harry Potter gesehen haben sollte, ist das vermutlich kein Problem. Harry Potter verfolgt klassisch die Idee des Fish-out-of-Waters-Prinzip. Also wird Harry in eine unbekannte Welt geworfen, in der er nichts kennt. Das ist auch gut so, da der Zuschauer ebenso mit der Welt von Harry Potter 0,0 vertraut ist. Wir erleben zusammen mit ihm die ganze Magie und genau deswegen fühlen wir uns so wohl in Hogwarts, weil Harry sich auch so wohl fühlt und wir praktisch mit ihm verschmelzen. Wenn man das erste Mal Harry Potter guckt, kann man aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Selbst beim zweiten, dritten und vierten Mal gucken wird man noch staunen. Das liegt vor allem daran, dass sich die Welten Harry Potter echt anfühlt. Die Winkelgasse, Gleis 9 3 Viertel, Hogwarts, alles ist echt. Und auch die Tierwesen lassen die Welt wirklich erscheinen. Dazu tragen aber auch die fantastischen Tierwesenfilme bei, welche eine perfekte Ergänzung für die Harry Potter-Welt sind. Auch gibt es eine eigene Sportart namens Quidditch und sogar Weltmeisterschaften um diese. Doch gucken wir uns nun die Harry Potter-Filme mal einzeln an. Harry Potter und der Stein der Weisen ist der perfekte Einstieg gewesen für die Harry Potter-Filme. Warum? Naja, es kann immer sehr viel falsch gehen bei einer Buchverfilmung. Wie will man die Welt, die sich Millionen von Lesern in ihren Gedanken vorgestellt haben, auf eine Leinwand bringen, ohne dass jemand enttäuscht ist? Der erste Harry Potter-Film schafft es, die Vision zu nehmen und in einen riesigen und leckeren Zaubertrank zu mischen. Ein echter Glücksgriff waren Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint. Es wurden die perfekten Kinddarsteller gefunden. Wir, also der Zuschauer, wurden mit diesen Schauspielern und ihren Rollen groß und lieben sie immer noch, auch wenn der erste Harry Potter-Film nun bei 20 Jahre zurückliegt. Das Casting war der entscheidende Punkt, warum der erste Harry Potter-Film so gut funktioniert. Als Abenteuer-, Fantasy-, Krimi- und Märchenfilm. Die Kammer des Schreckens war der Harry Potter-Film, den ich als kleiner Lukas am häufigsten gesehen habe, was vor allem an Aragog lag. Gott, du warst so cool! Egal. Die Kammer des Schreckens ist für mich ein perfekter Familienfilm. Kinder können ihn gucken, aber er ist nun mal nicht nur für Kinder. Er ist für alle Altersgruppen. Das liegt vor allem an der ziemlich gut inszenierten Spannung. Der zweite Harry Potter fühlt sich mehr als ein Kriminalfilm an, als jeder andere Film des Franchises. Und die unbekannte, scheinbar allmächtige Bedrohung spitzt die Lage zu. Trotzdem verliert man nicht das Herz und schafft mit Dobby eine der besten Figuren im ganzen Universum. Auch bekommt am Ende des Filmes einer unserer Fanlieblinge seine verdiente Anerkennung und das ist Hagrid. Wer am Ende des zweiten Teiles nicht eine Träne verliert, hat bestimmt auch beim Tod von Dobby gelacht. Ups, Spoiler! Der Gefangene von Azkaban ist mein Lieblings-Harry Potter-Film, was vor allem an drei perfekten Entscheidungen liegt. Zum einen Alfonso Cuarón. Er hat es als Regisseur geschafft, die unglaublich tolle Story von Teil 3 in einem durchweg intelligenten Film zu bringen. Er wurde zu einem meiner absoluten Lieblingsregisseure und könnte bald sogar zweifacher Oscar-Preisträger werden. Zum anderen ist Gary Oldman als Sirius Black die perfekte Wahl gewesen. Er ist der psychopathische Onkel, den jeder haben will. Und zuletzt ist der dritte Harry Potter der erste Schritt in Richtung Pubertät und Erwachsenwerden der Figuren. Vergessen will ich aber auch nicht Remus Lupin, welcher mein Lieblingsmentor von Harry ist. Die Figur hat ähnlich wie Sirius einen verdammt interessanten inneren Konflikt. Auch war es sicherlich nicht einfach, den Plot um Seidenschnabel, Wurmschwanz und den Zeitumkehrer filmisch zusammenzubringen, ohne dem Film eine verdammt lange Laufzeit zu geben. An dieser Stelle nochmal riesigen Respekt an Alfonso Cuarón, der für mich den mit Abstand besten Harry Potter Film gemacht hat. Harry Potter und der Feuerkelch ist in der Community ein bisschen gehasst, was ich nicht wirklich verstehen kann. Ich liebe, dass der Film von Prüfung zu Prüfung geht. Ich habe für sowas eine Schwäche. Außerdem ist Mad-Eye Moody verdammt cool. Das Highlight ist aber natürlich das Ende. Das erste Mal endet ein Harry Potter Film traurig
Und, Spoiler, es wird nicht das letzte Mal sein. Außerdem ist Voldemort zurück und damit fängt der Spaß jetzt erst richtig an. Grandios ist vor allem das Casting von Ralph Fiennes oder Fiennes? Keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Ihr wisst es schon. Auf jeden Fall ist seine Verkörperung von dem, dessen Namen nicht genannt werden darf, genial. Was vor allem an zwei Gründen liegt. Zum einen an dem genialen Schauspiel. Darüber müssen wir nicht reden. Aber besonders die Inszenierung muss man loben. Da fließt für mich die Mischung aus Make-up und dem Text von Voldemort ein. Das mit dem Schauspiel von Fiennes führt zu einem der besten Filmbösewichte. Kommen wir zu Teil 5 und zu meinem persönlichen Lieblingsbuch. Natürlich konnte ich da nur von dem Orden des Phönix enttäuscht werden. Dennoch macht der Film mega viel Spaß, was vor allem an Luna liegt. Ich liebe Luna Lovegood, sie ist eine tragische Figur, die aber eigentlich immer alles positiv sieht. Und ihr Gryffindor-Löwenkostüm ist verdammt nochmal legendär! Allein wie sie eingeführt wird, ist genial. Die Szene mit den Testralen gibt uns nämlich einen Vorausblick, was uns in der Orden des Phönix erwartet. Uns erwartet die vielleicht traurigste Harry Potter Szene aller Zeiten. Der Tod von Sirius Black. Außerdem wurde mit Dolores Umbridge die vielleicht böseste Harry Potter Figur eingeführt, die es gibt. Selbst Voldemort hatte bestimmt Angst vor ihr. Wer sicherlich keine Angst vor ihr hatte, ist Bellatrix Lestrange, welche von der bezaubernden Helena Bonham Carter verkörpert wird. Ein weiteres perfektes Casting im Potterversum. Langsam sollte ich auch bewiesen haben, dass in Harry Potter wirklich keine einzige Rolle fehlbesetzt wurde. Der Halbblutprinz ist der Harry Potter Teil, den ich am wenigsten mag. Was vor allem daran liegt, dass er sich nicht so rein und organisch wie die vorherigen Teile anführt. Und Aragog stirbt! Außerdem sind viele Figuren einfach unsympathisch in dem Film. Dennoch ist er einer der wichtigsten der gesamten Reihe, was in der Charakterentwicklung von Draco, Snape und Dumbledore liegt. Draco soll zum Todesser werden und Snape soll auf ihn aufpassen. Dumbledore findet währenddessen das Geheimnis der Horcrux heraus, was leicht an Herr der Ringe angesiedelt ist. Egal, auf jeden Fall ist Dracos letzte Mission, Dumbledore zu töten, was Snape erledigt, weil Draco zu sehr rumheult. Guck mich nicht so an, Draco, du bist eine Pussy! Dumbledore stirbt und damit ist ein Wendepunkt gekommen. Hogwarts ist nicht mehr der sichere Ort, der er früher mal war. Nach dem Haus der Weasleys, welches auch zerstört wurde, ist Hogwarts nun schon die zweite Festung, die gefühlt sicher war, doch dem Untergang geweiht ist. In die Heiligtümer des Todes Teil 1 folgen wir Harry, Hermine und Ron, wie sie die Horcruxe zerstören wollen, um Voldemort zu besiegen. Ob die Aufteilung in zwei Filme gut oder schlecht war, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber Heiligtümer des Todes Teil 1 war die perfekte Einleitung in ein großes Finale. Außerdem werden wir schon mal auf die Verluste vorbereitet, die uns im letzten Teil erwarten. Nachdem Sirius und Dumbledore gestorben sind, verliert nun auch Dobby sein Leben. Loben muss man aber vor allem die Inszenierung von der Geschichte von den drei Brüdern und dem Tod. Bevor wir uns nun mit dem letzten Film beschäftigen, möchte ich noch ein paar weitere Sachen erwähnen, die das Harry Potter Universum so real machen. Und das sind vor allem wir. Wie wir damit umgehen. Die Muggels oder Nomads. Ich meine, es gibt Schulbücher aus Hogwarts zu kaufen, die Schokofrösche, unendlich viel Merchandise und Leute spielen Quidditch, auch wenn sie nicht auf Besen reiten. Das Phänomen Harry Potter ist wie eine Krankheit, die uns befallen hat. Doch das ist auch gut so. Man muss einfach anerkennen, dass das Filmfranchise Menschen jeder Altersgruppe begeistert hat und zusammengeführt hat. Es hat uns verdammt viele schöne Momente gegeben und 8 Filme, die man sich immer wieder angucken kann, wenn man sich dann einfach zu Hause fühlt. Oder wenn man sich wünscht, zu Hause zu sein. Also in Hogwarts. Nach 10 Jahren und 8 Filmen wurde im Sommer 2011 das Harry Potter Franchise erstmal stillgelegt mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Und was für ein Finale es war. Einen perfekten Abschluss zu finden ist nicht einfach und viele Filme sind auch daran gescheitert. Bei Harry Potter hat man es jedoch geschafft, eine fulminante Schlacht zu liefern, aber man hat auch einen netten Twist eingebaut, die der vielleicht besten Harry Potter Figur ein verdientes Ende gibt. Und da rede ich von Snape. Sein Tod und die Enthüllung des Planes von Dumbledore ist genial inszeniert. Die Idee, dass Harry selber ein Horcrux ist, ist wirklich super umgesetzt worden. Natürlich muss man J.K. Rowling für die Idee loben, dennoch hat David Yates und sein Team einen super Job gemacht. Wie es sich für ein Finale gehört, gibt es auch einige Verluste. Hier
ein paar Namen und ihr wisst genau, was ihr führen werdet. Fred, Tonks, Remus Lupin und natürlich Voldemort. Außerdem war die Szene genial, in der Harry zu Voldemort in den verbotenen Wald geht, mit dem Stein der Tote wieder auferstehen lassen kann. Ich meine, was habt ihr gedacht, als Harry einfach gestorben ist? Das war einfach wunderbar gemacht. Das war so eine Spannung, die man wirklich nicht in vielen Filmen so fühlt. Schön finde ich, dass es am Ende auch einen Ausblick auf die Zeit nach der Schlacht um Hogwarts gibt. Und dass Harry, Hermine, Ron und Ginny zusammen am Gleis 9 Dreiviertel stehen. Ein weiteres Zeichen für die Heldenreise in Harry Potter. So wie alles angefangen hat, endet es auch. Nur, dass unser Protagonist sich verändert hat. Und wir mit ihm. Und das war Harry Potter. Nur wenige Filmreihen haben so eine Charakterbindung erzeugt wie Harry Potter. Außerdem finde ich es gut, dass man mit Fantastische Tierwesen das Franchise fortgesetzt hat. Doch darüber werde ich mal reden, wenn man mehr dazu sagen kann. Die zwei bisherigen Filme konnten mich auf jeden Fall beeindrucken. Doch das war mal wieder ein Phänomenvideo und ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, da die Videos echt aufwendig sind. Außerdem, was ist euer Lieblings-Harry Potter-Film und zu welchem Franchise soll ich als nächstes ein Phänomenvideo machen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare und ja, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Habt bis dahin viel Spaß mit dem Harry Potter-Franchise und ja, wir sehen uns. Avada Kedavra!